Lilo, kleines Update, GUFW Firewall. Ich hatte ja einen Bug gefunden und dieser ist mittlerweile behoben. Allerdings ist die aktuelle Version von GUFW noch nicht in den offiziellen Paketquellen gelandet. Zumindest noch nicht zum Zeitpunkt dieses Videos und auch nicht, das habe ich probiert, unter Arch als Rolling Release auch noch nicht. Da ist auch noch die alte Version zu finden. Im Moment ist es 15.04.4. Das ist die gebugfixte Version. Die solltet ihr haben oder höher. Ich lade jetzt mal das Archiv runter. Ich zeige jetzt mal, wie ihr es trotzdem drauf bekommt, ohne die gefährliche Sicherheitslücke, die ich da gefunden habe. Eigentlich waren es mehrere. Gut, hier gibt es so eine Installationsanleitung. Na, hier unter Ubuntu mache ich das jetzt mal im Terminal. Wichtig ist, um an diese Version jetzt schon mal ranzukommen, eigentlich habt ihr sie jetzt runtergeladen, aber ich mache es jetzt mal so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Erstmal die eigentliche Version, die vielleicht im Moment noch drauf ist, Persian, das heißt physisch von der Platte runter damit. So, das Passwort und runter ist GUFW, die grafische Version der Linux Firewall. So, und hier hat der Herr Postalis uns ein All-in-One-Kommando gebastelt, mit dem man das jetzt so ziemlich auf einem Schlag erledigen kann mit der Installation. Was macht das Ganze? Installiert einiges, und zwar aus Bazaar, ne, also aus dem Launchpad, holt er sich die aktuelle Version von GUFW. Dort wird jetzt ein neuer Ordner bei euch auf der Festplatte im persönlichen Ordner erstellt, der heißt GUIUFW. Da hinein wird die aktuelle Version heruntergeladen, in das Verzeichnis gewechselt und mit sudo python setup-pu das installiert. Die anderen hier zusätzlich heruntergeladenen Dateien werden vom Setup-Programm benötigt, zum Beispiel Python distutils, damit das Ganze installiert werden kann. So, ihr seht, jetzt wird es heruntergeladen in meinem persönlichen Ordner. Ordner, persönlicher Ordner. Entsteht ein Ordner GUIUFW, da wird das Programm heruntergeladen, das darin enthaltene Python-Skript ausgeführt und fast gut ist. Warum fast gut? Ihr solltet noch den sogenannten Icon Cache, der dafür zuständig ist, dass das richtige Symbol angezeigt wird von GUFW, noch aktualisieren. Machen wir hiermit einfügen, Feuer, und dann ist das gut. Euer GUFW, die Firewall-Anwendung, ist jetzt aktuell, die alte Version runtergelöscht und den Ordner in eurem persönlichen Verzeichnis lasst ihr erstmal da, wo es ist. So, System, Kontrollzentrum, hier unter Made, da finde ich zum Beispiel die GUFW Firewall. Ne? Ihr findet sonst über die Dash oder über die Symbole, die ihr sonst benutzt, je nach Benutzeroberfläche. Gut, woran erkennen wir, dass wir die richtige Version haben? Hilfe über GUFW Firewall. Version 15.04 oder höher hat den Bug nicht mehr. Mitwirkende interessanterweise eine gewisse Person, die ihr vielleicht kennt, ich weiß auch nicht. Der Name kommt mir furchtbar bekannt vor. Bernd Dietzel, ja, was ist das denn wieder für komischer Kunde? Ich kenne nur so Reckraner. Ne, Bernd Dietzel kenne ich nicht. So, täte ich jetzt ignorieren. So. Welches Problem hat es jetzt nicht mehr? Die alte Version hatte ja zum Beispiel beim Exportieren eines Profils in ein Verzeichnis, das ein Shell-Kommando im Verzeichnisnamen enthielt. Zum Beispiel, ich habe mir ein Testverzeichnis angelegt und wenn ich da hinein jetzt eine Profildatei exportieren würde, war es bei der alten Version so, dass dieses Shell-Kommando hier extern ausgeführt wurde, weil Semikolons drin waren. Also ich konnte ein beliebiges Programm starten. Die neue Version, ihr seht, kommt kein extern mehr. Die neue Version hat auch das Problem nicht mehr, von dem ihr gar nichts wisst.
Das hatte nämlich extreme Probleme mit dem Importieren von Dateien und ich war in der Lage, das konnte ich dem Herrn Costales demonstrieren, ein manipuliertes Profil, das ich zuvor gespeichert habe, manipulieren, sodass die GUFW Firewall abgeschaltet wurde, ohne dass das Deaktivierungssymbol zu sehen war. Ja, der User hatte immer noch den Eindruck, die Firewall wäre an. Ne? Also importieren von fremden Profilen hat daraufhin der Herr Costales unterbunden, insofern, dass er sagte, wenn ich mir jetzt ein böses Profil herunterlade aus dem Internet, dann hat das andere Schreib- und Leserechte. Ne? Ja, dann hat das ja irgendwelche Rechte, Benutzerrechte, aber keine Root-Rechte. Und wenn das so ist, ich hätte mir jetzt ein Profil heruntergeladen, würde es öffnen, dann kommt ein Fehler. Und den habt ihr eigentlich mir zu verdanken. Ja? Trust only your own exporters. Profiles, also eure Dateien, die ihr selber exportiert habt, das könnt ihr natürlich jederzeit laden und speichern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Profil manipuliert hätte, würde das ins Internet hochladen, würde irgendein User draufschicken und sagen, lad dir mal das Profil runter, das sind die besten Firewall-Einstellungen der Welt, dann wäre ich in der Lage, den armen Kerl die Firewall abzuschalten, ne? Dass so ein Symbol ist abgeschaltet. Eigentlich hätte kommen müssen, ist aber nicht. Ne? Das sah für den immer noch so aus, wäre an, ne? Und alles wäre in Ordnung, aber war nicht so. Wie ich das gemacht habe, sage ich jetzt noch nicht. Ne? Gut, ich habe Semper-Video mal einen Tipp gegeben, aber ob die dann ein Video machen, weiß ich. Eigentlich müsste ich ja als Mitwirkender das Maul halten, aber na gut, schauen wir mal. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.